Guten Tag, ich bin Barbara Colano, ich bin Professorin für theoretische Astrophysik hier an der Sternwarte München bei der LMU, Ludwig-Maximilian-Universität, und ich arbeite in Planeten- und Sterneentstehung. Ich möchte gerne wissen, wie können Planeten wie unsere Erde entstehen, heute und vielleicht in andere Orte in unserem Universum, und Sterne natürlich spielen eine große Rolle in der Planetenentstehung, und deswegen kann man nicht wirklich Planetenentstehung verstehen, ohne Sterneentstehung zu verstehen. Und mein spezielles Fachgebiet ist auch Strahlungstransport. Ich bin sehr interessiert in die Frage, wie kann die Strahlung von den Sternen das Planetenentstehungsprozess beeinflussen. Ja, was ich die Frage interessant finde, ist, dass was wir eigentlich im Universum sehen, ist also die strahlende Materie, die sichtbare Materie, macht nur ungefähr 5% aus von der ganzen Materie im Universum. Der Rest ist etwas, das wir eigentlich gar nicht wirklich verstehen, und das ist dunkle Materie und dunkle Energie. Dunkle Materie macht ungefähr 25% des Universumsmaß aus, und dunkle Energie macht den Rest, also 70% aus ungefähr. Von der sichtbaren Materie natürlich, die Hierarchie von dem Universum ist ganz klar. Wir haben Galaxien, die sind Haufen von Sternen, und die sind selber in Haufen gesammelt. Und dann, wenn wir kleiner kommen von der Galaxie, die können 1000 Milliarden Sterne halten, haben wir die Sterne Haufen, und jeder Stern hat ein Planetsystem, oder fast jeder Stern, als wir heute wissen. Aber wie gesagt, das sind nur 5%, was das gibt. Wir wissen, dass das kann nicht alles sein. Wenn wir zum Beispiel die Sternebewegungen, die Sternengeschwindigkeit in unserer Galaxie beobachten, dann sehen wir, dass es muss mehr Materie da sein. Sonst können wir das nicht erklären, wieso die Sterne in unserer Galaxie, in den äußeren Teilen, sich so schnell bewegen. Und ohne diese dunkle Materie, das würde nicht passieren. Die würden sich langsamer und langsamer bewegen, je nach außen wir schauen. Und das sind auch andere Beweise für dunkle Materie. Wenn wir zum Beispiel auch die Galaxiehaufen beobachten, wieso diese Galaxien zusammen in Haufen sind, man braucht auch extra Materie. Das muss etwas anderes sein. Was diese Materie ist, das ist immer noch eine große Frage. Das ist eigentlich eine große Frage in Astronomie Today. Das wird heute viel geforscht. Und wir denken jetzt, oder wir glauben, dass das kann keine Materie sein wie die sichtbare Materie. Also baryonische Materie wahrscheinlich ist nicht die Antwort. Wir brauchen eine exotische Form von Materie. Und noch exotischer ist natürlich diese dunkle Energie. Davon wissen wir auch sehr wenig. Wir wissen, dass wir das brauchen, sonst können wir unsere Beobachtungen von den Galaxien, die weit entfernt von uns rennen, gar nicht verstehen. Wenn wir keine dunkle Energie hätten, dann würden wir irgendwann erwarten, dass diese Galaxien langsamer und langsamer und langsamer sich bewegen. Aber das ist gar nicht so. Wenn wir das beobachten, natürlich sehen wir, dass sie eigentlich, die beschleunigt sich. Also das Universum wird immer größer, immer schneller. Und wenn wir alle die Materie eigentlich berechnen und von den kosmologischen Modellen das berechnen, das stimmt nicht. Das stimmt etwas nicht. Wir brauchen diese Energie etwas so wie fast wie ein Druck, das alles nach außen schiebt. Und das ist, was wir von dieser dunklen Energie jetzt heute verstehen. Mehr leider verstehen wir nicht. Also das sind viele, viele Theorien, aber die müssen jetzt alle
bestätigt werden. Und das sind viele, viele Experimente jetzt unterwegs, um das zu machen. Aber eine feste Antwort haben wir noch nicht. Wenn wir die Mikrowelle, Hintergrund, Backgroundstrahlung beobachten, das ist wie ein Relikt von Urknall. Also der Urknall, das wurde diese Strahlung emittiert. Und so deswegen, wenn wir diese Strahlung beobachten, das ist wie wir wirklich ein Buch lesen, ganz am Anfang. Und das berichtet von einer Zeit, das ist ungefähr 380.000 Jahre nach der Urknall. Das ist ganz, ganz früh. Und wir können dann sehen, wie die Materie verteilt war um diese Zeit. Wir sehen, dass eigentlich das Universum war sehr homogen an dieser Zeit. Also das heißt, dass die dichten Schwankungen ganz klein waren. Da waren aber da. Und diese dichten Schwankungen sind sehr wichtig, um Strukturbildung zu verstehen. Weil wenn man eine Dichtschwankung hat, also ein Teil vom Universum, das ein bisschen mehr Masse hat, dann wirkt schon die Schwerkraft, um mehr Materie darauf zu bringen. Also das ist eine Akkretion, nennt sich. Aber wenn wir nur die dichte Schwankungen sehen und die Schwerkraft, also die Gravitation im Auge haben, dann können wir die Struktur im Universum gar nicht erklären. Wir tun alles in eine große Simulation und nichts passiert. Oder die Strukturen sind ganz, ganz klein, weil die dichten Schwankungen können einfach nicht richtig anwachsen. Aber wenn wir dunkle Materie rein da haben, dann natürlich, das ist mehr Masse. Das heißt, dass die Gravitation, die Schwerkraft stärker ist und dann können diese Dichtschwankungen ganz einfach anwachsen. Und dann werden durch diese Dichtschwankungen diese dunkle Halos gebaut. Das sind einfach so Bällchen mit dunkler Materie und normaler Materie, die haben eine Schwerkraft zu sich und deswegen können Gas und Materie von der Umgebung zu sich nehmen, also akkretieren. Und irgendwann ist das alles, diese dunkle Halos, so schwer, dass sie unter ihre eigene Gewicht kollabieren. Das nennt sich Gravitationskollaps. Und wenn wir das haben, dann haben wir die ersten Sterne gemacht. Und natürlich, das ist, was wir wie wir uns das vorstellen können, aber das ist auch durch Simulationen bewiesen. Also das ist eigentlich ganz genau berechnet, weil Gravitation ist eigentlich eine sehr freundliche Kraft zu berechnen. Ist nicht so schwer, man kann wirklich große Simulationen machen. Natürlich, man hat Komplikationen dann, als wenn ein Stern dann entstanden ist, dann wird dieser Stern auch strahlen. Und dann hat man auch ein so genannt Feedback. Und das ist ein bisschen schwer in die Simulation zu bringen. Aber wir denken jetzt zum Beispiel mit der Millennium-Simulation, dass wir wirklich mit der dunklen Materie verstehen, wie diese erste Struktur entstanden sind. Wenn wir einen Stern gemacht haben, dann hat dieser Stern natürlich viel Schwerkraft zu sich und die Sterne kommen dann in Sternhaufen zusammen und die machen die sogenannten Protogalaxien. Also die sind einfach Gruppe von Sternen, die sind wie unsere Galaxie heute, aber viel kleiner. Die waren diese Protogalaxie viel, viel leichter und wir denken dann, dass die Weiterentwicklung ist durch Verschmelzung von dieser Protogalaxie. Sie haben kollabiert und sie haben eine Kollision gehabt und dann zusammen verschmelzt. Und von kleinen Galaxien, also bottom-up, sagt man normalerweise, haben wir dann die große Galaxie gebaut, wie die Milchstraße, also diese große Spiralgalaxie. Die Milchstraße ist natürlich nicht die größte Galaxie des Universums, weil sie schon groß, schon massreich,
Aber es gibt noch größere Galaxien. Und da denken wir zum Beispiel, die Elliptico-Galaxien, die sind auch das Ergebnis von einer Kollision von zwei oder drei auch Spiralgalaxien. Und wir sehen eigentlich noch Relikt von dieser Kollision in unsere Milchstraße. Wir sehen sogenannte Sternströme. Also das sind einfach kinematische Strukturen, die man durch Kollaps und Kollision bekommen kann. Und dann natürlich, wenn man die Galaxie hat, dann noch Schwerkraft und kommen dann die Galaxiehaufen zusammen. Also die Galaxien einfach attrahieren einander und die kommen auch in, sammeln sie zusammen in diese Haufen oder Superhaufen auch. Also Planeten entstehen, weil Sterne entstehen. Also man kann sich vorstellen, dass diese Galaxien ganz große Gas- und Staubwolken entstehen. Und die sind dichter, die haben eine größere Dichte als die Umgebung. Und deswegen kann die Schwerkraft arbeiten und irgendwann ein Teil von einem Staub- und Gaswolken fängt an zu kollabieren. Also das fängt an kleiner und kleiner zu werden, weil einfach das Druck, das in dieser Wolke ist nicht genug, um die Schwerkraft zu halten. So die Schwerkraft geht nach innen, Druck geht nach außen, aber Schwerkraft irgendwann gewinnt. Und wenn das passiert, dann muss man sehen, wie dieser Kollaps weitergeht. Normalerweise wissen wir, dass diese Gas- und Dustwolken sich drehen. Die sind nicht nur einfach da und dann plopp, kollabieren in einem Bällchen. Das passiert nicht. Die drehen sich immer. Also die haben Angular Momentum, diese Momentum-Impuls und diese Drehmomentum. Und diese Drehmomentum muss man irgendwie loswerden, sonst kann dieser Kollaps nicht passieren. Und normalerweise das heißt, dass diese Wolken kollabieren in eine Scheibe, weil die Drehmomentum geht einfach nach außen und man hat dann eine Scheibe und im Zentrum der Scheibe entsteht der neue Stern. Und man hat aber immer noch die Scheibe. Die Scheibe hat immer noch Gas und Dust drin, Gas und Staub. Und aus dieser Gas und Staub werden dann die Planeten aufgebaut. Und hier jetzt haben wir ein bisschen einen Unterschied zwischen Sternentstehung und Planetenentstehung. Weil wie gesagt, Sternentstehung passiert nur wegen Schwerkraft. Also Schwerkraft und Gravitationskollaps und das ist, was wir denken. Aber für Planetenentstehung, jetzt haben wir ein bisschen ein anderes Bild. Wir sehen, dass diese Scheibe viel Staub drin haben. Man kann sich vorstellen, dass diese Staubteilchen ganz klein sind. Die sind ungefähr ein Mikrometer groß. Aber das sind ganz viele und die machen auch oft Kollisionen. So, die stößen gegeneinander. Und manchmal, wenn sie gegeneinander stößen, sie werden zusammenbleiben. So, sie kleben zueinander. Und so, man kann von einem Mikrostaub, zwei Mikrostaubteilchen, drei Mikrostaub, so ganz langsam von einem Mikrostaubteilchen kann man eigentlich einen Stein machen, kann man irgendwie irgendwann auch einen Fels bauen und dann, wenn Felsen zusammenstößen, dann können sie auch dann zusammenkleben und das ist aber durch die Gravitation wieder. Und so, das ist wieder ein Bottom-up-Bild, das wir haben vom Planetenentstehung, das in der Scheibe geschieht. Es gibt auch eine Gegentheorie, das sagt, eigentlich, ja, das ist gut, aber das dauert zu lange und dadurch können wir nicht alles erklären. Und deswegen dann denken wir heute, dass manche Planeten, besonders die Größe, die ganz weit weg von den Sternen sind, hätten auch durch einen Gravitationskollaps entstanden können. Und zwar
Man kann sich denken, dass diese protoplanetaren Scheiben auch ganz massreich sind, wenn sie jung sind. Und in einer jungen Scheibe, das könnte sein, dass in außerhalb, in den äußeren Teilen, ein Teil von der Scheibe einfach instabil durch die Gravitation wird und auch kollabiert und einen Planet macht. Das wäre schön, weil das passiert sehr schnell. Also dieser Prozess, dieser Gravitationskollaps, Gravitationsstabilität, dauert ungefähr 1000 Jahre. Also in Astrophysik, das ist sehr, sehr schnell. Die Lebenszeit von einer Scheibe ist nur 10 Millionen Jahre. Und so, das ist natürlich unsere Grenze. Wir müssen schneller als 10 Millionen Jahre einen Planeten machen können. Und das kann die Gravitationsstabilität sehr gut machen mit 1000 Jahren. Kernakkretionmodell, das ist diese Staubteilchen, die zusammenkommen, dauert etwas länger manchmal, je nachdem, wie viel Staub da ist und wie die Konditionen, die Bedingungen sind. Und das kann auch ein paar Millionen Jahre dauern. Und das ist jetzt ein bisschen knapp mit der Lebenszeit von der Scheibe. Natürlich, wenn die Scheibe weg ist, dann gibt es keinen Planeten mehr, weil da gibt es keine Material, um Planeten zu machen. Aber beide Modelle haben Vorteile und Nachteile. Und zurzeit sind Wissenschaftler geeignet, das Kernakkretionmodell ist wahrscheinlich das liebste Modell, das Favorit. Aber das manchmal wird auch Gravitationsstabilität passieren. Aber nicht für alle Planeten, die wir beobachten, das kann nicht sein. Man kann Experimente machen, natürlich, um zu sehen, okay, wenn zwei Teilchen zusammenstoßen, was passiert? Ich habe das ganz einfach davor gesagt, ja, sie stoßen zusammen und sie kleben. Ah, das wäre so schön, wenn das Ende der Geschichte wäre. Aber das ist nicht so. Sie stoßen zusammen und manchmal kleben sie sich zusammen, aber manchmal gehen einfach die andere weg. Also Bouncing, sagt man. Und manchmal, wenn einer ganz schnell ist oder beide, wenn die Relativgeschwindigkeit zwischen die zwei groß ist und die schon ganz groß geworden sind, dann die können eigentlich sprechen. Das nennt man Fragmentation. Also da man hat ganz lange, also 500.000 Jahre gearbeitet, bla bla bla, wir werden größer und größer und größer und dann bang ist man wieder mit Mikronstaubteilchen. Und das nennt sich die Fragmentation Barrier. Also eine Barriere von Fragmentation. Davor da gibt es auch eine Bouncing-Barriere. Leider, das sind Sachen, die machen das ganze Prozess langsamer. Und man muss irgendwie durch diese Barriere durchkommen. Und das sind natürlich Lösungen, die in die Simulationen auch ganz gut funktionieren. Aber die funktionieren nicht immer. Die müssen die Bedingungen eigentlich ganz gut sein. Es gibt noch ein Problem, dass wenn man ein kleines Teilchen hat von Staubteilchen, dann bewegt sich diese Teilchen wie mit dem Gas zusammen. Also der Gas dreht sich und ist da in der Scheibe und Teilchen ist einfach so. Das ist klar, wenn ich zum Beispiel Staub, natürlich das ist total sauer in meinem Büro, aber wenn ich Staub hätte auf meinen Tisch und so blasen würde, dann würde ich dann der Staub, das einfach ganz glücklich in die Luft fliegt, ja, weil das klein ist. Aber wenn ich hier einen Stein hätte und so machen würde, das würde jetzt dieser Stein ganz, das Gas, die Luft gar nicht spüren, weil das ist zu groß. Und das ist genauso mit Staubteilchen in der Scheibe. Wenn ein Staubteilchen größer geworden ist, dann bewegt sich nicht mehr mit dem Gas zusammen. Versucht sich, das ist, wir sagen, dass das dynamisch decoupled ist. Und dann, das Teilchen möchte mit einer Keplerian-Geschwindigkeit sich, weil das ist einfach kein Keplerian-Körper, das um die Sterne sich dreht. Aber das Gas bewegt sich subkeplär, bewegt sich langsam. Man kann sich dann vorstellen, dass dieses Staubteilchen jetzt bewegt sich schneller als das Gas. Das kriegt wie ein Wind, ein Gegenwind. Und das ist, dieses Wind nimmt jetzt Energie raus von dem Staubteilchen. Und das Staubteilchen verliert Energie und Drehmomentum. Und dann spiral
ganz schnell in der Stirn. Also dann haben wir wieder ganz lang gearbeitet, um diese Fels zu machen, um diese Staubteilchen zu machen. Und dann wird einfach von den Stern gefressen. Und das ist auch ein Problem, das wir haben. Das nennt sich jetzt Radial Drift. Und das ist die Drift Barrier. Also die sind die größten Probleme in Planetenstehung jetzt gerade. Aber das ist viel Forschung. Ich glaube, wir haben schon die Lösungen. Wir müssen nur sehen, dass unsere Simulationen Aussagen machen, die wirklich mit den Beobachtungen geprüft werden können. Und ich glaube, wir sind schon auf dem Weg. Also das ist eine sehr interessante Frage. Das wird wahrscheinlich anders geantwortet, wenn Sie in einem Monat wieder fragen oder in einem Jahr, weil dieses Feld bewegt sich so schnell jetzt gerade. Also am Anfang, als wir angefangen haben, Exoplaneten zu entdecken, das ist in 1995, dann haben wir zuerst die größere Planeten, die ganz nah an der Stelle sich drehen, entdeckt. Aber das ist nicht zu sagen, dass sie häufiger sind. Die sind einfacher zu entdecken. Weil diese Methode, die wir benutzt haben am Anfang, diese Radiogeschwindigkeit, das ist mehr sensibel zu diesem Planeten. So ein großer Planet, das ganz, ganz nah an der Stelle ist, macht ein größeres Signal und das wird einfacher entdeckt. Also wenn man dann ein Plot macht, eine Ausbildung macht mit Planetengröße, Masse und wie weit weg und Entfernung von Sternen, dann sieht man, dass am Anfang, in der Ende 90er Jahre oder Anfang 2000, dann waren alle großen Planeten ganz nah. Und dann hätte man gesagt, dann ist unser Solarsystem sehr speziell. Ja, aber das ist natürlich für uns ist anders. Alle die Felsplaneten sind innen, alle die Riesen, die Gasriesen sind außen. Aber dieses Bild hat sich schon wieder geändert. Wir haben jetzt Kepler, das ist eine andere Mission, Raumschiff-Mission, wo eigentlich haben wir gesehen, dass das Felsplaneten sind genauso häufiger, auch eigentlich häufiger als Riesengiant. Jetzt wissen wir, dass diese Hot Jupiters nennen sie, diese Gasriesen, die ganz nah am Stern sind. Diese Hot Jupiters sind eigentlich ganz selten. Wir haben sie einfach nur am Anfang zuerst entdeckt. Also zu Ihrer Frage, wohnen wir in einem typischen Sonnensystem? Würde ich sagen, nein. Aber ich würde auch sagen, es gibt keine typischen Sonnensysteme. Oder wenigstens haben wir noch nicht genug statistisch das zu sagen. Was Kepler entdeckt hat, sind alle mögliche Architekturen von Sonnensystemen. Also das sind größere Planeten innerhalb, größere Planeten außerhalb, nur größere Planeten, nur kleinere Planeten. Das ist wirklich keine Maßstabe zu sagen. Das ist ein typisches Solarsystem und das ist, wie normalerweise Planeten entstehen und den Rest ist, die sind Ausnahme. Und ich glaube, das Problem, das mit Planetenarchitekturen ist, das Planetenentstehungsprozess ist nicht wirklich das Ende der Geschichte. Also Planeten entstehen, aber dann stehen sie nicht bleiben, wo sie entstanden sind. Weil die entstehen in dieser Gasscheibe und die Gasscheibe ist immer noch da. Und das erzeugt Kräfte auf dem Planeten. Deswegen, wenn das Planet schiebt innerhalb der Scheibe, nach innen oder nach draußen, das nennt sich Migration. Also deswegen können wir nicht sagen, ja, natürlich von der Scheibe her ist einfacher Felsplaneten innen zu machen und die Gasriesen ein bisschen von draußen, aber nicht zu weit draußen, sonst es gibt nicht genug Zeit. Aber wir können das nicht wirklich sagen von der Exoplanetenarchitektur, weil alle diese Planeten haben sich dann total migriert. Also wir denken auch unser Solarsystem ist nicht so entstanden. Die Planeten sind nicht in situ entstanden. Also die sind nicht, wo sie am Anfang waren jetzt. Sie haben migriert, sie haben auch Planeten interagieren miteinander.
nach dem vollen Starten sind, nachdem kein Gas mehr in der Scheibe ist, sind die Umlaufbahnen manchmal instabil. Und deswegen dann werden manchmal auch Planeten von dem System total rausgeschmissen. Ja? Die großen Planeten normalerweise schmeißen die kleinen Höhe aus, wie oft im Leben ist. Aber das ist einfach so. So, das ist schwer, diese Frage zu antworten. Aber ich persönlich, meiner Meinung nach, ist, dass wir sind keine Standard Sonnensysteme, aber es gibt kein Standard Sonnensysteme jetzt. Wenn es gibt, wir haben noch nicht die Statistik, das wirklich das sicher zu sagen. Das war früher so, dass man ein physikalisches Phänomen fasst mit Bleistift auf ein Stück Papier erklären musste. Und dann von diesen Formeln so far, wie man, natürlich muss man dann Sachen ganz, ganz einfach beschreiben können, sodass man mit einer mathematischen Formel alles machen kann. So die analytische Approach. Das hat uns viel gebracht, das wird immer noch verwendet in der Physik, weil man mit einer analytischen Formel viel mehr versteht als mit einer komplexen Simulation, weil man sieht, was jeder Teil von der Formel macht. Aber leider sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir eigentlich die Prozesse, also leider oder zum Glück, die Prozesse mit mehr Details erforschen wollen. Und dann ist diese analytische Approach gar nicht mehr genug. Und deswegen müssen wir alles berechnen. Und die Rechnungen sind so kompliziert, dass man einen Rechner braucht und eine Simulation. Also deswegen zum Beispiel von der Strukturbildung von der Universum, auch von Planetenentstehung, auch von Planeten, Architekturentwicklung von Planeten, das ist auch das Gleiche. Und das Prozess ist aber auch ähnlich, wie das man früher mit den Formeln gemacht hat. Man hat ein sehr kompliziertes, sehr komplexes Phänomen zu erklären und man kann nicht alles von diesen Phänomenen in eine Simulation reinstecken. Auch mit einem großen Computer, das geht nicht. Also dann, die Kunst ist, das wirklich zu erkennen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Also natürlich, wenn wir zum Beispiel ein Rad haben, einen großen Rad haben, die ein ganz kleines hier Stück hat, das ist nicht so wichtig, dass wir diese kleine Stück mitberechnen. Was wichtig ist, dass wir das Radius, das Durchmesser wissen. Ja? Das ist genau das Gleiche. Also mit einem Phänomen, mit einem physikalischen Phänomen müssen wir zuerst verstehen, was hat das größte Einfluss? Und das muss unbedingt in unserer Simulation sein. Und der Rest kann am Anfang rausgelassen werden. Und dann, man bildet so eine Simulation komplexer und komplexer, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich ja ein schönes Bild, das sieht aber nicht ganz so aus wie diese Gaswolken. Sagt man hat eine Molekülwolken simuliert. Man denkt, okay, so, was fällt das? Okay, das ist ein bisschen zu kalt. Also vielleicht dann habe ich meinen coolen Prozess nicht wirklich gut berechnet. Und dann man geht wieder dann am Anfang, schaut sich wieder das Prozess an, das Phänomen an, sagt, was habe ich rausgelassen? Und bringt mehr Physik in. Bis eigentlich dann ein Bild hat oder eine Aussage hat, das ähnlich wie was die Beobachtung sagen ist. Und das ist, wie das in Astrophysik das alles passiert und das alles berechnet sein muss. Das ist anders als mit der Physik, weil in der Physik können wir mit Experimenten so viel machen. Wir sind in einem Labor und wir können fast das Ganze machen, aber wir können keinen Stern in unserem Labor machen. Also deswegen müssen wir, unsere Simulationen sind fast unser Labor und da müssen wir das mit Beobachten immer vergleichen. Und das ist so wie ein Feedback-Prozess, sodass dann die Beobachtungen haben ein Feedback auf die Simulationen und man muss dann wieder an die Rahmenbedingungen schauen und
die Simulationen besser machen oder etwas ändern, bis man ein Match hat, bis das Gleiche ist. Und es ist natürlich nicht zu sagen, dass man dann die Lösung hat, aber das, man weiß dann, das Prozess könnte so laufen. Ich bin eigentlich jetzt gerade ganz, ganz aufgeregt, weil wir sind in einer Zeit, wo wir viel mehr über protoplanetare Schau und Planetenentstehung von den Beobachtungen erfahren werden mit ALMA. Das ist die Atacama Large Millimeter Array, und das, ich glaube, wir werden mehr bekommen, als ich mir jetzt vorstellen kann. Also das ist, wir werden so viele Daten haben von dieser Large Atacama Millimeter Array. Das ist ein großer Radioteleskop, ein Millimeterteleskop. Da kann genau diese Staubteilchen, die in dieser protoplanetaren Scheibe sind, beobachten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich zu sehen, wie die Scheibe sich entwickelt, vielleicht auch wie ein Planet da drin sich entwickelt. Wir haben schon Beobachtungen gesehen, wo wir zum Beispiel einen Riss in der Scheibe beobachtet haben. Und dieser Riss ist wahrscheinlich von dem Planeten entstanden. Das ist wahrscheinlich ein Gasriesen da, das hat einfach die Scheibe gefressen. Und das können wir jetzt sehen. Und wir sehen auch, wie das Gas sich bewegt. Und das ist schon viel. Und das ist natürlich aufregend, das bedeutet auch viel Arbeit. Wir können jetzt nicht so viele Details sagen, ja, das stimmt schon, weil wir haben jetzt die Beobachter, die sagen, das sieht aber nicht so aus. So, wir haben viel, viel Arbeit zu tun, aber das ist auch eine schöne Zeit. Ich wollte nicht sagen, dass die Systeme chaotisch bleiben, aber sie chaotisch sich entwickeln. Denn wenn sie eine Equilibrium gefunden haben, ein Gleichgewicht gefunden haben, dann bleiben sie auch so. Aber das Problem ist, dass, was ich meinte mit chaotisch, ist, dass wenn man von der Rahmenbedingung eine Kleinigkeit ändert, da ändert sich das ganze Prozess. In diesem Sinne ist das chaotisch. Das ist eine chaotische Entwicklung. Wenn natürlich man ein Equilibrium gefunden hat, dann bleibt das so. Also, die habitable Zone hat eine ganz klare Definition, wenn man das so sieht, ganz einfach. Ja, das ist die Entfernung, das von einem Stern, einem Planet haben muss, so dass Wasser flüssig auf seine Oberfläche bleiben kann. Das ist ganz einfach, klingt ganz einfach. Das ist aber nicht so einfach, weil natürlich die Temperatur auf einem Planet ist nicht nur von der Entfernung bestimmt. Man kann sich schon vorstellen, dass ein Planet ohne Wolken hat eine total andere Temperatur von einem Planeten mit dicken Wolken wie der Venus hat, ja, von der gleichen Entfernung. Aber ungefähr ist die Habitable Zone so gedacht, das ist diese Entfernung, dass man haben kann, so dass Wasser flüssig bleibt auf der Oberfläche. Und das ist natürlich in unserer Vorstellung, wir denken, dass kein Leben entstehen kann, wenn man kein flüssiges Wasser hat. Und dadurch ist diese Definition entstanden. Ja, also ich hoffe, dass ich da bin, das zu sehen. Aber natürlich, ich denke, das wird eine große Revolution sein. Also wir haben als Menschen unseren Spezialplatz im Universum verloren. Ja? Am Anfang war es so schön zu denken, da ist die Erde, ist like ganz flach und alles um sich dreht, und dann plötzlich war es die Erde rund und dann hat sich um die Sonne gedreht, okay, aber die Sonne ist immer noch im Zentrum, und jetzt wissen wir, dass es auch nicht wahr, die Sonne ist auch irgendwo in der Peripherie der Milchstraße, und da sind noch
1.000 Milliarden noch andere Galaxien, die wie die Milchstraße sind. So, wir wissen jetzt schon, dass wir nicht ganz so speziell, so besonders sind als Planet, als System. Und natürlich, was jetzt uns noch speziell macht, ist, dass wir sind die Einzigen, die da sind. Aber wir kennen niemand anders. Aber wenn wir das Leben irgendwo anders entdecken wollen, mit Sicherheit, dann natürlich, das würde, glaube ich, noch eine Umstellung bringen, dass wir wirklich gar nicht einen Spezialplatz in diesem Universum haben, aber wir sehen nur einen Teil davon, natürlich einen schönen Teil davon, aber das wäre schon eine Umstellung. Ich würde für mich selber und für viele Leute wie ich, das forschen, wahrscheinlich, das würde keine große Umstellung, weil ich denke schon, dass das Leben irgendwo anders ist. Es ist nur eine Frage, dass wir noch nicht die Technologie gehabt haben, das zu entdecken. Also ich würde mich nicht so, ich würde nicht überrascht sein, ich würde total glücklich sein, ich würde das befreiend finden, aber ich würde mich nur überraschen. Aber ich denke, das wären schon viele, die das überraschend finden würden und vor allem das denen zu Gedanken bringen würde. Das finde ich eine gute Sache. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Normalerweise, also und auch von meiner Vorstellung, eine Theorie, die keine Aussage machen kann oder keine Aussage, dass wir checken können, machen kann, dann ist es schwer, also eine Physiktheorie zu nennen, weil das sind natürlich mit der Mathematik können wir viel machen, also mit der Mathematik können wir uns viel vorstellen, aber wenn man diese Knöpfen nicht mit den Beobachtungen wirklich vergleichen kann, dann das ist ein Problem. Und ich finde es faszinierend, ich finde Stringtheorien und auch diese Multiversentheorien sehr faszinierend. Und ich bin auch froh, dass es gibt Leute da, die das forschen und das weiterentwickeln. Und ich denke nicht, dass das nie, besonders mit Stringtheorien, da arbeiten auch Leute, um Aussagen zu machen. Und so, ich denke, vielleicht in der Zukunft, das könnte schon eine richtige Theorie werden, in der Sinne, dass das könnte ein Experiment gebaut werden, um das zu prüfen oder das zu weiterentwickeln. Aber bis dahin, das ist schwer, diese Grenze zu erkennen zwischen pure Mathematik und Physik. Wie sind Planeten entstanden? Das haben wir noch nicht wirklich erklären können. Ich habe von all diesen Problemen davor geredet und natürlich von der Theorie-Seite. Das ist sehr interessant. Man muss ein bisschen ein größeres Bild sehen. Und ich glaube, die große Entwicklung fährt in diese Feld sein, wenn wir mehr von den Exoplaneten selber entdecken können, also zum Beispiel Atmosphäre, also Biomarker, das ist etwas, das wir in der Zukunft machen können. Also wir können wahrscheinlich mit besseren Spektrographen und besseren Simulationen, was die Lita Galtnegger auch macht, wirklich einen Exoplanet beobachten und sehen, okay, die Strahlung, das von dieser Planete kommt, das sagt uns etwas über die Atmosphäre des Planeten, gibt es Leben da, gibt es, wir können das alles sehen. Und so, ich glaube, dass das in den nächsten 10 Jahren, das wird eigentlich sehr, sehr exciting sein. Und so, dann kann man wirklich diese Frage antworten. Ich glaube, das ist die Frage, das ist fundamental für unsere Forschung. Ist die Erde häufig? Gibt es andere Erden? Gibt es andere Planeten, die Bedingungen für Leben haben? Das ist die erste Frage. Das können wir unbedingt in die 2, 3 Jahren, 4 Jahren vielleicht beantworten mit all die Missionen, die wir haben. Und dann die Frage, die danach natürlich folgt, sind diese Planeten inhabited? Haben wir das eigentlich Leben auf diese andere Planeten? Wir beweisen, dass das sein könnte und ist das so?
So, ich denke, das ist natürlich das größte, die größte Entwicklung. Also, wir haben natürlich die große kosmologische Frage noch. Also, wir haben davor über dunkle Energie und dunkle Materie schon geredet. Und da natürlich, das sind schon große Erwartungen. Da sind Experimente schon unterwegs. Dieser Teil von der Astrophysik, von der Kosmologie, hat auch so Einflüsse oder Interfaces mit Teilchenphysik, und da sind auch große Experimente unterwegs, da mit HPC und alles. Und so, ich glaube, da werden auch größere Entwicklungen in den nächsten Jahren kommen. Ja, also ich bin Italienerin und Astrophysiker. So, das ist ganz schlimm. Aber ich denke, ein Teil davon von Astrophysiker ist, dass wir stellen uns alle diese Sache vor und wir wollen das einfach irgendwie kommunizieren. Und wir werden, also ich besonders, ich werde auch excited und aufgeregt und ich möchte mich bewegen, diese Aufregung zu kommunizieren.